Sie werden ja vielleicht gesehen haben, dass wir unseren Konferenzsetup nicht nur danach einteilen oder gestalten, ob wir interessante Themen irgendwo auf dem Wegesrand finden und sie also als bunte Steine hier einfügen können, sondern indem wir versuchen zu sagen, was, wenn Strategie ein organischer Körper von zusammenwirkenden Funktionen ist, muss in diesem organischen Körper als Glieder, als Organe mit verankert sein. Und eines davon ist Strategie und Wirtschaft. Und dieses Wirtschaftspendel ist in der Hand meines geschätzten Kameraden Franz Holderer und mit Unterstützung auch der Wirtschaftsuniversität und Wissenschaftler und Experten aus dem Bereich, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Und ich darf dich, Franz, ersuchen, diesen Beitrag uns hier in deiner bekannt gut moderierenden und auch zum Widerspruch und zur Antithese neigenden Gestaltung zu übergeben. Danke. Danke. Ja, sehr geschätzte Damen und Herren, alles entscheidet der Wille, haben wir heute eingangs gehört. Wille, ein Wort, das aus 5 Buchstaben besteht. Und so ist es kein Zufall, dass Sie hier auf dem Podium rechts und links von mir in Summe genau 5 Personen sehen. Links und rechts von mir 5 Personen. Was sind 6? Jetzt haben Sie mich verunsichert. Ja, okay. Den Test bestanden. Gut. 5 Buchstaben. Der erste W wie Wehrwirtschaft. Die Lehre über Wehrwirtschaft tut Not. Wie ausgeprägt ist der Wille hierzu? Dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in den Kern einer liberalen Wirtschaftsordnung eingegriffen wird. Dieser Frage wird sich dann in weiterer Folge der erste Redner widmen. I wie Innovation. Der Wille zur Innovation. Wie bringe ich Innovation in den beruflichen Alltag? Wie schaffe ich ein innovationsfreundliches Klima? Praktische, einfache Beispiele, wie man innovative Ideen aufgreifen und selber einführen kann, werden auch hier präsentiert. L, das erste L, L wie Luck, steht in dem Fall für Glück oder in der Bedeutung von Fortune. Fortune brauchen wir auch in der Strategieimplementierung. Über die Rolle und die Bedeutung von Fortune, sowohl im militärischen Kontext als auch in der Wirtschaft, wird der dritte Redner sprechen. Das zweite L steht für Leader, Leadership. Hier wird die wichtige Rolle, das ist uns, glaube ich, allen klar, die wichtige Rolle des Leadership, des Leaders, der Leaderin entsprechend behandelt. Und last but not least, 5. Buchstabe E, wie Erster zu sein, Erster zu bleiben. Der Wille dazu im Wirtschaftskrieg steht im Zentrum des Vortrages des 5. Redners. Neben historischen Beispielen wird auf die modernen, unter Anführungszeichen, Waffensysteme des Wirtschaftskriegs eingehen. Aber wie haben wir heute gehört, auch vor 1,5 Stunden circa, das Wesentliche ist die Tat und so wollen wir gleich zur Tat schreiten. Und ich darf den ersten Redner bitten, hinsichtlich der Ausführungen W wie Wehrwirtschaft. Bitte, Herr Dr. Gabsch. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Dank gilt insbesondere auch Brigadier Dr. Peischel, Brigadier Professor Dr. Pöcher und auch Herrn Mayer im Hintergrund. Ich trage heute zu einem Thema vor, was durchaus politisch streitbar ist und möchte hier auch eine historische Perspektive aufzeigen, um dann vielleicht auch für die Zukunft Lehren daraus zu ziehen. Die Lehre
von der Wehrwirtschaftslehre. Ist ein in die Jahre gekommener Begriff, war in den deutschen Streitkräften des 20. Jahrhunderts fest verdrahtet und findet heute bruchstückartig noch in militärökonomischen Ausbildungen statt. Die Blütezeit wehrwirtschaftlicher Forschungen waren die 20er und 30er Jahre in Deutschland und setzten sich bis in die 60er Jahre maßgeblich in der alten Bundesrepublik fort. Im Rahmenplan beispielsweise von der Stabsakademie der Bundeswehr vom 23. August 1967 findet sich unter der Rubrik Wirtschaftswissenschaft das Lernfeld Wehrwirtschaft. Das ist die heutige Führungsakademie der Bundeswehr, war der Vorgänger, wer es noch nicht weiß. Anlass für die wehrwirtschaftliche Forschung war der Erste Weltkrieg. Im Heft 5 der Militärwissenschaftlichen Rundschau von 1937 wurde unter dem Titel Das Problem wehrwirtschaftlicher Führung Folgendes herausgearbeitet. Eben der Umstand, dass wir 1914 die Wirtschaft auf den Krieg nicht vorbereitet hatten, zwang dazu, die unterlassene Erziehung der Wirtschaft durch eine ungeheure Aufblähung des Behördenapparates auszugleichen. Wer in dieser Art von Überorganisation das Wesen einer gelenkten Wirtschaft sieht, hat aus den Kriegserfahrungen nichts gelernt. Ein Wesensmerkmal der Wehrwirtschaftslehre ist es somit, Möglichkeiten und Bedingungen des Einsatzes privater Unternehmensinitiative in die Wehrwirtschaft zu bestimmen, ohne damit Forderungen zu stellen. Dabei geht es in der Wehrwirtschaft oder geht es nicht per se darum, die Wirtschaft für einen konkreten Krieg vorzubereiten. Ich möchte hier nochmal in Erinnerung rufen, Streitkräfte, egal welcher Staat Streitkräfte hält, gehören zum Gewaltmonopol eines Staates. Und die militärische Gewalt umfasst systemgemäß auch die tödliche Gewalt. Ein Staat hält sich Streitkräfte, da immer folgende Frage im Raum steht: Ist jemand in der Lage, einem Staat seinen Willen aufzuzwingen, notfalls auch mit militärischer Gewalt? Die Gefahr der Willensaufoktroyierung kann nur mit jederzeit einsatzbereiten Streitkräften vorgebeugt werden. Dies bedingt ebenfalls eine Wehrfähigkeit der eigenen Gesellschaft, die die Wehrwirtschaft letztlich mit einschließt. Streitkräfte ohne einen funktionierenden Wehrwillen, wir haben das ja vorhin gehört, der vorherige Vortrag, der Gesellschaft sind in ihrer Schlagkraft letztlich geschwächt. Also der Wehrwille ist hier von maßgeblicher Bedeutung. Eine präzise Definition einer Wehrwirtschaft ist nicht existent. Man hat auch in den 20er und 30er Jahren eher umschweifende oder umschweifende Definitionen gefunden, aber keine konkrete, wie wir es aus der Wirtschaftswissenschaft kennen. So führt zum Beispiel Korfus 1936 folgende Interpretation an. Denn nur ein Staat, der über Wirtschaftskräfte verfügt, wie sie ein heutiger Krieg erfordert, ist in der Lage, sich nach eigenem Willen zu behaupten und seine wirkliche Souveränität zu wahren. Die Wehrkräfte der Wirtschaft müssen imstande sein, diejenigen Kriegsmittel zu erzeugen, die die bewaffnete Macht benötigt, wenn sie den Bestand des Staates mit den Waffen verteidigen soll. Sie müssen fähig sein, dem Heere und dem Volk im Kriege einer von fremder Hilfe vollkommen unabhängigen Erhaltung der Kräfte zu gewähren. Sie müssen endlich über die nötigen Reserven verfügen, aus denen neu entstandene Bedürfnisse befriedigt und der möglicherweise ansteigende Verbrauch der Schlachten gedeckt werden kann. Es mag auch in der Zukunft Kriege geben, deren Aufwand aus Teilkräften der Wirtschaft zu bestreiten ist. Der Staat darf sich jedoch nicht auf diese Hoffnung verlassen, sondern hat damit zu rechnen, dass ein Krieg mit der endgültigen Vernichtung des Staates und sogar des Volkes zu enden droht, wenn die Vorbereitung der Rüstung nicht der äußerste Fall zugrunde gelegt wird. Der Umfang des materiellen Bedarfs, der nach Erfahrung des Ersten Weltkrieges in solch zukünftigen Kriegen zu erwarten ist, ist so gewaltig, dass die Gesamtheit der wirtschaftlichen Kräfte vom Kriege beansprucht werden wird. Wir nennen die wirtschaftlichen Kräfte, wenn wir sie vom Kriege her und von den von ihm gestellten Forderungen aus betrachten, die andere sind als der Frieden sie erhebt, die Wehrwirtschaft. Also man sieht an dieser langgezogenen Interpretation, man tat sich in den 30ern schwer, eine konkrete, schlagkräftige Definition auszuwerfen und holte eher aus. Die Wehrwirtschaftslehre untersucht die Beziehung der Wirtschaft zum Kriege per se. Die Grundlagen dafür werden aber, wie ich gerade ausgeführt habe, im Frieden gelegt.
um wirtschaftliche Reibungsverluste bei einer Umstellung auf einen möglichen Verteidigungsfall so gering wie möglich zu halten. Die allgemeine Wehrwirtschaftslehre ist Bestandteil der Wehrwirtschaftspolitik, die wiederum Bestandteil der Wehrwissenschaften sind. Wehrwissenschaften selber, da gibt es auch keine schlagkräftige Definition. Professor Dr. Adolf Lampe, auch ein Finanzwissenschaftler, hat dazu 1938 ein Werk aufgelegt, um mal die allgemeine Wehrwirtschaftslehre vom Kriege her zu definieren. Später gab es noch den Herrn Fischer, der ebenfalls ein Lehrbuch dazu aufgelegt hat. Gleichwohl, wie gesagt, existieren die Wehrwissenschaften seit dem Ersten Weltkrieg. Es gibt hier eine Dissertation von dem Dr. Frank Reichherzer, Alles ist Front, Wehrwissenschaften in Deutschland und die Bellifizierung der Gesellschaft vom Ersten Weltkrieg bis in den Kalten Krieg, veröffentlicht 2012. Wehrwissenschaftliche Fragestellungen als solches befassen sich beispielsweise mit dem Versagen normaler Finanzierungsquellen, dem Arbeitseinsatz im Konfliktfall, zum Beispiel Aufhebung friedenswirtschaftlicher Arbeitszeitbegrenzung, wehrwirtschaftliche Standortproblematiken, zum Beispiel Verlagerung von Industrien, ökonomische Bedenken gegen das wehrwirtschaftliche Interesse an Klein- und Mittelbetriebsförderung, die Mobilmachung der gewerblichen Produktion, der Leistungsbereitschaft des privaten Unternehmertums beziehungsweise die Sicherung und Leistungskonkurrenz im Verteidigungsfall. Also ein riesen Blumenstrauß an Themen, die hier nur punktuell mal aufgeführt werden können. Die klassische Wehrwirtschaftslehre der 30er Jahre war natürlich naturgemäß auf den totalen Krieg ausgerichtet, fristete aber ihr Dasein nach 1945 in den Grenzen des besatzungspolitisch vorgegebenen Korridors. Mit der 68er-Bewegung und dem Beitritt der DDR zur BRD 1990 kam die wehrwirtschaftliche Forschung faktisch zum Erliegen. In der DDR wurden militärökonomische Fragestellungen von vornherein durch Studiengänge gefördert. Es gab auch ein starkes Interesse seitens der NVA. Diese Expertise wurde aber nach 1990 nur punktuell aufgegriffen, teilweise mangels Unkenntnis der militärökonomischen Ausbildung, teilweise aber auch politisch motiviert. Die Wehrwirtschaft hat natürlich Gemeinsamkeiten zur Planwirtschaft, gleicht die aber nicht. Die Wehrwirtschaft verlangt ein planvolles Leiten der Friedenswirtschaft durch den Staat. Im Extremfall kann Wehrwirtschaft mit Planwirtschaft zusammenfallen. Die private Rüstungsindustrie bedarf in Friedenszeiten einer strengen Kontrolle. Also wer jetzt hier Rüstungsindustrie mit Wehrwirtschaft gleichsetzt, also greift zu kurz, weil Rüstungsindustrie ein spezielles Wirtschaftssegment definiert oder umfasst. Und Wehrwirtschaft, da sind wir viel globaler, auch umfasst eigentlich die ganze Gesellschaft. Deswegen auch der Begriff Wehrwille, der hier auch eine ganz andere Rolle einnimmt. Monopole und wirtschaftliche Sonderrechte sind für eine wehrwirtschaftliche Bedarfsdeckung unerwünscht, muss man hier auch mal knallhart sagen. Die zwei Stufen der Wehrwirtschaft, so zumindest Herr Fischer, denen als dritte Stufe die Kriegswirtschaft folgt, sind wie folgt. Erstens die wirtschaftliche Mobilmachung, Vorbereitung auf Landesverteidigung, wobei sich daraus die Notwendigkeit ergibt, erstens Bedarfsdeckung der gesamten Streitkräfte ausreichend und wirtschaftlich jederzeit sichern und gestalten zu können. Und zweitens die Planung für den Einsatz aller Wirtschaftskräfte zur Sicherung vor kriegerischen Gefahren so auszubauen, dass jeder Betrieb und jedermann seine Aufgabe kennt, die etwaige kriegerische Verwicklung an ihn stellen. Die zweite Stufe ist die wirtschaftliche Mobilmachung im engeren Sinne, also die Umstellung der Friedenswirtschaft in die Kriegswirtschaft. Das ist faktisch eine Transferstufe. Diese braucht nicht mit dem Kriegsbeginn zusammenfallen. Die Umstellung kann bereits durch das Eintreten einer erhöhten Kriegsgefahr notwendig werden. Es geht also darum, die klaren Kräfteverhältnisse der eigenen Wehrwirtschaft zu kennen. Da unterscheidet die Theorie der Wehrwirtschaftslehre zwischen materiellen und immateriellen Faktoren. Immaterielle Faktoren, so Fischer, sind Kriegspotenzial und kriegseffektiv. Als Kriegspotenzial wird wie folgt definiert, gleicht der gesamten wirtschaftlichen Verteidigungskraft eines Staates, die neben der militärischen Stärke in einem kommenden Kriege, in Klammern Krisen-Konfliktfall, eingesetzt werden kann. Und das Kriegseffektiv wird der tatsächlich in der Kriegswirtschaft erreichte Einsatz von Wirtschaft zur Landesverteidigung verstanden. Man muss dazu sagen, dass die immateriellen Faktoren Kriegspotenzial und Kriegseffektiv nur schätzbar sind. Die materiellen Faktoren kann man natürlich statistisch erfassen. Zu den materiellen Faktoren zählen wir einmal vorhandene Vorräte und Wirtschaftskräfte, die wir mengenmäßig erfassen können,
oder auch im Kriegsfalle benötigte Bedarf der Streitkräfte an Streitkräften, Volk und Wirtschaft. Ein Problem der Wehrwirtschaftsforschung der 20er und 30er Jahre, was bis heute nicht abgeschlossen ist, ist die sogenannte Wehrwirtschaftsstatistik. Die steckt eigentlich bis heute noch in den Kinderschuhen, wenn man mal dort tiefer in die Literatur einsteigt. Fischer hat dazu 1936 mal geschrieben, welche Komponenten einer Wehrwirtschaftsstatistik er sieht. Also die sollte umfassen Daten aller Zweige der Wirtschaftsstatistik, Marktbeobachtung, Marktanalyse, Konjunktur- und Krisenforschung, Betriebsvergleich und Betriebsanalyse, worunter er versteht Produktionsverhältnisse der einzelnen Werke, optimale und maximale Betriebsleistung, Leistungs-, Investitions- und Finanzreserven von Betrieben kennen, Kalkulations- und Abrechnungsverhältnisse, Arbeitsbedingungen, spezielle Arbeitsverhältnisse und Leistungen sämtlicher Betriebe. Da kann man sich mal, sag mal, vor Augen führen, was das für einen statistischen Aufwand erfordert, diese Daten zusammenzukriegen, um ein Gesamtlagebild für eine mögliche Wehrwirtschaft zusammenzustellen. Diese Daten der Wehrwirtschaftsstatistik sollten dann durch die Wehrwirtschaftsorganisation, so die Theorie, ausgewertet werden und dann Steuerungsimpulse für die Wehrwirtschaft setzen. Jetzt komme ich aber zum Punkt, der vorherige Vortrag mal aufgefasst hat, die operative Umsetzung der wehrwirtschaftlichen Steuerung ist ein Riesenproblem. Also wenn man sich mal mit Betrieben unterhält, ich habe das getan, wenn man sich mal mit Firmen unterhält oder auch mal in Konzernen mal diese Themen aufwirft, schlackern viele mit den Ohren, weil ich sag mal, es sind ganz andere Anforderungen und es ist für viele Unternehmer gar nicht fassbar, dass man jetzt, ich sag mal, dieses Denken in Unternehmen platziert. Ne? Also in der DDR wurde das regelmäßig geübt, wenn man beispielsweise im Jahr zweimal Betriebe an Landesverteidigungsübungen beteiligt hat. Da gab es Schriftverkehr, da gab es entsprechende Arbeitskräfte, die vorgehalten worden sind. Diese operative Umsetzung, das müssen wir teilweise wieder lernen. Das Wissen in ressortübergreifend ist teilweise auch nicht vorhanden. Das heißt, man müsste hier wieder ein intensives Literaturstudium betreiben. Und nach der Wehrwirtschaft, wie ich sie gerade in den zwei Stufen mal beschrieben hatte, sollte ja als dritte Stufe die sogenannte Kriegswirtschaft folgen. Wenn dieser Zustand erklärt wird, und das ist auch ein Problem, zur Kriegswirtschaft gehört auch das Kriegsverwaltungsrecht und Kriegssteuerrecht. Wenn Sie da heute mal Juristen fragen oder auch Ökonomen, das findet in der Ausbildung derzeit, ist es faktisch nicht existent. Man weiß, dass diese Elemente vorhanden sind, aber man müsste diesbezüglich auch eine ganz, ganz andere Schulung angehen. Und mein Plädoyer in diesem Rahmen ist auch noch, dass zur Wehrwirtschaftslehre des 21. Jahrhunderts das Kriegsgefangenenwesen gehört. Das war auch in der Literatur ein Thema. Werden Kriegsgefangene beispielsweise Arbeitskräfte für eine mögliche Wehrwirtschaft herangezogen? Das sind Fragen, die in der Lehre gestellt werden können. Zwei weiterer Punkt ist eine generelle Aufhebung des grundsätzlichen Kartellverbotes, um eine Wirtschaftslenkung gezielt aufbauen zu können. Ne? Ob das nun im nationalen oder im europäischen Rahmen ist. Das sind Themen, wenn Sie heute, ich sag mal, gerade das Wettbewerbsrecht sehen aus deutscher Sicht oder auf EU-Sicht, das ist schwierig, ne? Um das mal kurz zu sagen. Und diese überblicksartige Einführung in die Wehrwirtschaft oder in die Wehrwirtschaftslehre, um sich mal mit Fragen grenzüberschreitend zu beschäftigen, möchte ich einfach nur Impulse setzen. Ich plädiere an dieser Stelle, dass man dieses Fach vielleicht auch wieder an Universitäten und zivilen Einrichtungen, Forschungseinrichtungen implementiert, da eine für alle handhabbare und allen Interessen gerechte Wehrwirtschaft aufzuziehen, weil es letztlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Das können Streitkräfte nicht alleine machen. Und eine Frage, die letztlich daran anschließt, wird staatlicherseits eine funktionierende Wehrwirtschaft nicht angestrebt, knüpft daran die Frage, ob der Staat überhaupt ein Interesse hat an schlagkräftigen Streitkräften. Vor diesem Hintergrund, dass Streitkräfte den Segen des Himmels und den Verstand der Ökonomen brauchen, tut aus meiner Sicht eine klassische Wehrwirtschaftslehre wieder Not und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für diese Ausführungen zum Thema Wehrwirtschaft. Ich habe nur, glaube ich, gesehen, dass der Lebenslauf nicht eingeblendet wurde. Deswegen darf ich es kurz nachholen. Der Herr Dr. Gabsch ist Marineoffizier, hat also hier sein Diplomstudium und sein Doktoratstudium in Hamburg entsprechend absolviert und ist derzeit Grundsatzreferent im Marinekommando in Rostock. Sorry, dass das nicht hingekaut hat mit der Einspielung. Ja, damit darf ich überleiten zum I wie Innovation.
Und ich darf vorstellen Herrn Dominik Spanocchi. Spanocchi ist natürlich ein klingender Name. Er klingt insbesondere hier an der Landesverteidigungsakademie sehr, sehr gut. Denn ein Herr namens Spanocchi war also der erste Kommandant dieser Landesverteidigungsakademie hier ab 1.1.67 bis in das Jahr, ich glaube Mitte des Jahres 73 hat also der Großvater von Herrn Dominik Spanocchi hier das Kommando über die Landesverteidigungsakademie geführt und in weiterer Folge maßgeblich und innovativ die Landesverteidigung Österreichs entsprechend weiterentwickelt, Stichwort Spanocchi-Doktrin. Ja, aber wir hören uns jetzt sehr gerne Ihre Ausführungen an zum Thema Innovation, Herr Spanocchi. Vielen Dank. Also ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und ich fühle mich sehr geehrt, jetzt hier sprechen zu dürfen, wo eben schon mein Großvater vor vielen, vielen Jahren vorgetragen hat. Mein Werdegang ist etwas ein anderer. Ich habe beim Bundesheer nur den Grundwehrdienst gemacht und dann an der Wirtschaftsuniversität Wien internationale Betriebswirtschaft studiert und im Zuge dessen habe ich auch wissenschaftlich intensiv mit dem Thema Innovation auseinandergesetzt, aber auch in meinem beruflichen Alltag, in der Beratung und vor allem im Startup-Bereich war Innovation sehr präsent für mich. Und daher möchte ich jetzt einfach nur ein paar Gedanken von mir zum Thema Innovation mit Ihnen teilen. Bevor wir aber über Innovation sprechen, möchte ich noch kurz das Thema Strategie anschneiden, was das eigentliche Thema dieser Konferenz ist. Denn gemäß einer Harvard-Studie wissen oder verstehen 95% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die eigene Firmenstrategie nicht. Und ähnlich verhält es sich auch mit Innovation. Denn oft machen Firmen nach außen hin kommunizieren, sie sind sehr innovativ, verwenden auch irgendwelche innovativen Schlagwörter, Stichwort Blockchain, Artificial Intelligence, aber oft intern wissen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht, wie sie sich zum Thema Innovation einbringen können und was die Firma eigentlich wirklich da machen will. Aber auch zum Verständnis, was ist eigentlich Innovation? Hier finde ich eine Beschreibung sehr gut. Innovation can include both improvements in technology and better methods or ways of doing things. Also schlussendlich kann Innovation sehr viel sein, einfach eine Vielzahl an Verbesserungen, aber nicht nur auf neue Produkte, sondern auch bessere Prozesse oder Technologien sind schon Innovationen. Und das heißt, Innovation beginnt auch schon wirklich bei einer einfachen Produktentwicklung. Das heißt, wenn man ein Nachfolgemodell von etwas rausbringt, allein zum Beispiel ein neuer Audi A3, kleine Änderungen, aber das ist schon Innovation. Aber dafür natürlich auf der anderen Seite, das andere Extrem ist, kann Innovation auch dabei helfen, gänzlich neue Produkte auf den Markt zu bringen oder neue Märkte zu erschließen, wie es zum Beispiel das iPhone vor vielen Jahren war. Hier spricht man dann von radikaler oder disruptiver Innovation. Jetzt stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie kann man Innovation messen? Gibt es da eine Möglichkeit? Klar, oft ist das sehr schwierig, aber Prozesse kann man kürzer machen oder auch bei Produkten kann man das zumindest sehr schön dann messen, wie innovativ man ist. Nur hier ist auch das Problem, dass viele dann eigentlich unterschätzen, wie langwierig Innovation ist. Und das bestätigt auch eine wissenschaftliche Studie, dass europäische Firmen im Schnitt mehr als 10 Ideen brauchen, bis auch eine dann tatsächlich zum Erfolg führt und somit nicht gleich aufgeben darf. Und das bringt mich jetzt auch gleich zur nächsten Frage, nämlich wie schaut gelebte Innovation in der Praxis aus? Da hat auch ein bekannter Ökonom gesagt, Innovation bedeutet, Veränderung als Möglichkeit wahrzunehmen. Und genau das ist das, was auch Führungskräfte verinnerlichen müssen. Oder man kann es auch anders sagen, der Wille für Innovation muss da sein. Denn für Innovation müssen auch Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, teilweise auch Geld in die Hand genommen werden. Und in Rahmenbedingungen verstehe ich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Freiraum für Innovation gegeben wird, dass diese gefördert wird, aber man eben auch Scheitern von Ideen zulässt und geduldig ist, weil es eben eine Vielzahl von Versuchen benötigt, bis Innovation auch zum Erfolg führt. Noch ein weiteres Erfolgsmittel für Innovation ist,
wenn man sich selber ständig hinterfragt, was kann ich besser machen? Ist meine Herangehensweise noch aktuell? Das sind Fragen, die sich nicht nur jeder Angestellte oder Angestellter stellen sollte, sondern auch als Firma sollte man sich diese Fragen täglich oder zumindest mehrmals im Jahr selber stellen. Und ganz wichtig dabei ist es auch, dass es keine Tabus geben darf, weil man sich sonst auch nur selber belügt und hier auch wirklich sich unangenehme Fragen stellen soll. Aber es hilft auch nicht nur, sich selber zu hinterfragen, sondern sich auch in die Perspektive der Kundin, des Kunden hineinzuversetzen. Was will meine Kundin oder Kunde überhaupt? Was schätzt er oder sie an meiner Leistung? Wie und wann wird meine Leistung konsumiert? Wie hat sich auch mein Kunde in den letzten Jahren verändert? Wird mein Produkt noch in einigen Jahren konsumiert, wenn ich nichts daran ändere? Hier ist, wenn man den Smartphone-Markt sieht, hat diese Frage zum Beispiel Nokia komplett falsch eingeschätzt und auch unterschätzt, bis sie dann auf einmal von Apple überrumpelt wurden, diesen Rückstand nie wieder aufholen konnten und schlussendlich in Konkurs gegangen sind. Aber auch, wenn sie sich an den eigenen Alltag erinnern, wie viel sich da ändern kann. Vielleicht noch selber vor einigen Jahren oder jetzt noch, so dieses Beispiel Sonntagabend, 20.15 Uhr, Primetime-Film, sitzt man gemeinsam mit der Familie im Wohnzimmer, vielleicht beim einzigen Fernseher im Haushalt. Das sind so Sachen, die kennt die heutige Schulgeneration gar nicht. Da wird dann am Tablet oder am Handy wird dann Netflix geöffnet. Man schaut sich Sachen an, wann und wo man eigentlich will. Und genau diese ganzen Änderungen in einer neuen Generation, wie man Sachen konsumiert, sei es eben Netflix, Spotify oder YouTube, das sind eben eine kleine Anzahl an Beispielen von vielen Innovationen, die einfach das gesamte Nutzungsverhalten verändern. Und diese Änderungen haben eben auch Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, auf die Profitabilität von Firmen, denen man sich beugen muss. Aber eben auch Unterschiede dann in der Arbeitsweise. Das heißt, ich denke, wenn man sein Produkt oder Leistung basierend auf den Antworten dieser Fragen immer weiterentwickelt, wird man auch in Zukunft vorne dabei sein. Nur, ja, diese Änderungen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, ist auch schon nicht so leicht, aber vermutlich noch der einfachere Schritt und erst der erste, weil es dann noch notwendig ist, das auch rasch umzusetzen. Und das ist auch der Grund, warum jetzt so viele Startups erfolgreich sind und immer neue Produkte einführen, weil dort einfach Entscheidungswege viel, viel kürzer sind als in großen Unternehmen, Mitarbeiter irgendwelche Projekte rasch umsetzen können und somit einfach viel schneller am Markt sind und erfolgreich sind. Aber ja, all diese Innovationsoptimierungen bringen nicht nur etwas für die eigene Leistungsfähigkeit, sondern auch, wie man von Kundinnen, Kunden und möglichen Arbeitnehmern wahrgenommen wird. Wenn man es also schafft, sich als Firma hier einen innovativen Ruf aufzubauen, was eben auch für das Bundesheer gilt, kann man auch nachhaltig sehr erfolgreich sein. Und oft fängt doch alles einfach schon mit einer innovativen Vision an, mit der man viel erreichen kann. Ein Beispiel dafür ist Tesla. Natürlich, sie haben nach wie vor grobe Probleme in der Produktion. Der Marktanteil von ihnen ist auch global gesehen sehr, sehr gering. Aber einfach mit den Ambitionen und diesen Visionen hat Elon Musk geschafft, die gesamte Automobilindustrie weiterzuentwickeln und auch nachhaltiger zu machen, dass sich da die anderen Hersteller auch dem gebeugt haben. Oder auch einfach jetzt, gerade auch viel in den Zeitungen, wie viel Gegenwind Firmen wie Uber, Airbnb oder auch die ganzen Anbieter der Elektroscooter derzeit leben müssen. Und all das nur, weil sie Innovation in Branchen bringen, die seit Jahrzehnten keine Verbesserung mehr gesehen haben. Aber ja, neben Visionen, auch das vermutlich offensichtlichste, um innovativ zu sein, ist einfach ein neues Produkt, ein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen. Und hier, wie bereits angeschnitten, einer der prägendsten Beispiele dafür ist wahrscheinlich Apple. Natürlich, sie haben viele Produkte, die sie verkaufen, aber schlussendlich haben sie es einfach mit einem einzigen innovativen Produkt, dem iPhone, geschafft, zu einer der wertvollsten Firmen der Welt zu werden, weil einfach das so eine Strahlkraft hatte. Auf der anderen Seite gibt es wieder Firmen, die es einfach geschafft haben, so eine besondere und innovative Arbeitskultur zu kreieren, dass sich einfach Unmengen an Jungabsolventinnen bei diesen Firmen bewerben, um ein Teil dieser Kultur, dieser Dynamik und Gemeinschaft zu werden. Hierzu zähle ich jetzt vielleicht amerikanische Firmen wie Facebook oder auch vor allem Google, die dadurch berühmt geworden sind, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 20% ihrer Arbeitszeit
für innovative Ideen einbringen durften und da wirklich sich frei gestalten konnten. Aber ja, ich gebe es zu, das sind jetzt alles etwas große Beispiele, wo sich vielleicht auch jetzt schwerfällt, wie kann man das selber einbauen in den Arbeitsalltag. Aber wir haben eben viel über Wille gesprochen und eben unter dem Motto, wo ein Wille, da ein Weg. Weil um einfach auch nur ein bisschen innovativer zu sein, reichen oft schon kleinere Schritte im Arbeitsalltag, die auch dann teilweise kaum Kosten verursachen. Ein Beispiel, was oft quasi Firmen nahegelegt wird, ist es, dass man einfach um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Innovationsprozess einzubinden, kann man einfach irgendwo im Büro eine Art Box oder auch eine E-Mail-Adresse einrichten, wo einfach dann jeder Ideen einreichen kann. Das können wirklich kleine Verbesserungsmöglichkeiten sein, bis hin zu größeren Ideen, wodurch neue Produkte entstehen und neue Märkte wachsen. Und diese Ideen müssen dann auch behandelt und eingeführt werden, aber so eben bringt man viele Leute, bindet man ein in das Thema. Oder man kann auch kostengünstig auf neue Trends im Arbeitsalltag eingehen, wie zum Beispiel mehr Homeoffice zu erlauben, informellere Arbeitskulturen einzuführen oder auch einfach nur einen lockeren Dresscode. Das sind alles Sachen, die nur wenig Geld kosten, mit denen man dann vor allem eine junge Generation, die zukünftigen Absolventen, Absolventinnen erreicht, die dann wiederum mit ihren neuen, jungen, innovativen Ansätzen einfach eine Dynamik, einen anderen Blickwinkel in Firmen bringen und man dadurch innovativer wird. Ja. Um jetzt aber einen Bogen wieder auf diesen Standort hier zu spannen, natürlich, mir ist bewusst, dass man unser Bundesheer nicht mit der Privatwirtschaft vergleichen kann, doch ich denke, viele dieser Ansätze kann man auch hier im Bundesheer verwenden. Ein Beispiel dafür ist aber öfters, man liest einfach, der Feind ändert sich, wenn man über Cyberkriminalität etc. spricht. Aber ich habe noch nie gelesen, der Soldat ändert sich. Aber ich persönlich denke auch, wenn man die Zeit mit meinem Großvater und mir jetzt vergleicht oder den zukünftigen Grundwehrdienern, dass sich einfach auch hier sehr, sehr viel bei den Soldatinnen und Soldaten geändert hat. Schon allein, wie das Bundesheer vor 30 Jahren wahrgenommen wurde im Fernsehen, in den Medien, aber auch einfach die neuen Bedürfnisse, die die jetzigen zukünftigen Maturantinnen haben werden. Einfach ja, hört viel klassisch dieses Work-Life-Balance, aber auch sonst ist halt an der jungen Generation Sachen wie Individualität, Selbstbestimmung, Flexibilität wichtig. Und das sind halt Sachen, die das Bundesheer wahrscheinlich schwer erfüllen kann. Aber ich glaube, genau Innovation in diesen Bereichen ist notwendig für das Bundesheer, um eben auch die jungen Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen und nachhaltig an das Bundesheer zu binden. Daher ist sowohl für das Bundesheer, aber auch jede andere Institution enorm wichtig, innovativ zu denken und zu bleiben. Denn, wie schon einst der Österreicher Josef Schumpeter prophezeit hatte, Innovation can bring down giant incumbents while propelling small outsiders into dominant positions. In diesem Sinn lassen wir uns von niemandem verdrängen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Spanocchi, für diese Ideen zum Thema Innovation. Und ich habe gesehen oder gelesen, dass Sie gerade einen Jobwechsel vorbereiten. Viel Spaß dann bei einem der prominentesten, glaube ich, Strategieberatungsunternehmen, wo Sie also in naher Zukunft entsprechend wirksam werden. Alles Gute. Ja, Innovation, das leitet über zur nächsten Vortragenden, Frau Dr. Mitra Arami. Die Frau Doktor hat Technische Informatik hier an der Technischen Universität in Wien studiert, umfassende Erfahrungen im Bereich der Industrie, im Bereich der Unternehmensberatung, hat auch immer wieder Berührungspunkte zu Militär und Polizei außerhalb Österreichs, sei das jetzt in UK oder in Kuwait. Momentan ist sie noch genau eine Woche an der Fachhochschule in Wiener Neustadt, wo sie den Bereich Unternehmensgründung und Innovation leitet. Und sie wird dann ab nächster Woche wiederum selbstständig agieren als Consultantin. Ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten, Frau Doktor.
my slides. Talking about innovation, sorry. Well, I have my slides with me, but apparently... Oh, okay. First of all, thank you very much for the invitation, and I do apologize, I'm presenting it in English, because my understanding was that it's an international conference. So showing you slides in English and speaking German would be a bit awkward. Sorry about this. But apparently I think my English is not that bad, so you can follow. And I tend to use slides because at some stage in the afternoon it gets slightly boring. Sorry about this. I also tend to say defense and not military. And my, let's say, proposition is that we are missing the paradigm which is happening in defense. Most of the organizations in private industry have been working on innovation, establishing... sorry about this. Am I with my back to you? Sorry, I tend to talk and walk. but when it comes to defense, because of the complex organizational structure, we apparently miss to move forward. And what I'm saying is that nowadays, you see, nothing is predictable. We are not in the Cold War anymore. We have cybersecurity issues. We have a workforce which is Generation Z. They have different needs. And as far as you don't introduce new structures for the workforce, the defense industry might be challenged by recruiting new people. This is an issue which is already happening worldwide, internationally. As I mentioned before, the challenge is that we have different structures in defense industry. It's slightly slower than the other industries because of good reasons. I'm not challenging that one. But even though we are talking about a fundamental change, it can't be an incremental change. We need to move and we need to introduce defense 4.0 as the industry 4.0. So this is not my work. I do some research, but I'm not the real academic person. This is introduced by Boston Consulting. And what I'm talking about is actually the talent management. Oh, I was boring for the lady, sorry. and the qualifications we need. So basically, I am going to challenge you on this part, which is the best talent. Just to give you some numbers. In terms of cyber and ICT, the attacks, there are increasing numbers. I'm not going to go box by box, but even like 2 days ago, you have heard that there was another cyber attack in terms of defense industry, if you read the news. We have about 90% of all global data was created during the last 2 years. So this is a very unique trend, and we are missing it as the, let's say, the defense industry. Sorry for the provocation. Another thing is that more people are now going to private industry. Recruitment is a huge challenge. It's all about the war for talent folding. So if we don't make it attractive for young people and don't recruit them, if we don't provide them a proper education, which is including innovation. And I'm not talking about, because apparently we have all these courses, design thinking, blah, blah, blah. It's about establishing an organizational culture for innovation. And of course, rising ICT complexity. The environment and the equipment for defense industry is getting more and more complicated.
I just wanted to show you a video that didn't work, but apparently I went to an exhibition in Dubai and I've seen these huge robot things which will be introduced within the next 5 years as soldiers. And it was quite horrifying. You can Google it and have a look. And this is the trend which is coming. The challenge is that the workforce is not trained. So I'm saying that we, as I mentioned before, we need, the challenge is the education and career development. This is what we are missing in the industry, in the defense industry. And the ability to, for the armed forces to innovate is a very demanding need right now. It goes back to outlooks and tools, which should be tailored on this specific industry. You cannot take it from private industry and match it directly to defense, because it's a different and a very challenging structure. So it is unique, it's different. This is the first challenge. And the other thing is that we need a different skill setup for the young people. The whole training of being going through the different educations we offer in Europe, at least, and you mentioned it, I did the Royal School of Military Engineering. I designed courses for them. It's amazingly what they teach in strategy, leadership, and all that stuff. Actually, the private industry can learn a lot from defense industry. However, we still have a small gap to provide them the way innovation thinking works. And it's very important that the types of innovation refer to the processes of defense industry. So what I'm saying, and I'm just trying to sum it up, we should support people to embrace innovation and change. And this is a challenge, of course, in the industry. I fully understand that. But this is my proposition. And at the end, I'm just saying, you don't agree with that? You don't agree? Do you? Oh, you do. Sorry. So, no, apparently I'm doing a very small research on that topic, but it's not in Europe, it's in GCC. And this is actually what we are proposing, that we need flagship projects and a culture for innovation. And especially on the other hand, the leaders and managers, they need to develop also new skills to be able to support the young people. You know, they are already challenged with this change. So that's to sum it up. And I'm happy. You see, 10 minutes. Thank you so much. Vielen Dank, Frau Doktor, für die Präsentation Ihrer Überlegungen und auch natürlich für den Hinweis auf die Bedeutung der militärischen Bildungseinrichtungen, wie sie die Landesverteidigungsakademie eine darstellt, auch in der Zukunft dürften also militärische Bildungseinrichtungen ihren Platz haben. Vielen herzlichen Dank. Das leitet über zum nächsten Redner, wo es um Glück, um Fortune gehen wird. Dr. Michael König ist Senior Lecturer an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Bevor er hier seine Tätigkeit an der WU aufgenommen hat, hat er also umfangreiche Erfahrungen in der Privatwirtschaft gemacht und hat dann den, Gott sei Dank, so jetzt aus meiner Sicht, Gott sei Dank dann den Weg in die Lehre gefunden und gibt also jetzt entsprechend sein Wissen an die Studierenden an der Wirtschaftsuniversität weiter. Michael, kannst du uns jetzt die Frage beantworten, ob das Glück ein Vogel ist? Bitte.
Ja, wunderschönen Nachmittag. Herzlichen Dank für die Einladung, dir lieber Wolfgang und dir lieber Franz. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal schon hier sein zu dürfen. Ich stehe hier mit der tiefen Überzeugung, dass der Strategiebegriff und die Strategielehre in den Militärwissenschaften und in den Wirtschaftswissenschaften ganz eng miteinander verknüpft und verflochten sind. Das bedeutet aber auch, dass wir solche Anlässe wie den heutigen Konferenzen wie diese nutzen sollten, um gemeinsame Forschungsaktivitäten zu entfalten, gemeinsame Projekte zu entwickeln, wo wir diesen Strategiebegriff und die Lehre dieses Strategiebegriffs zusammenführen können. Nun haben mich die lieben Veranstalter gebeten, nicht länger als 10 Minuten zu sprechen, und über das heute vorliegende Thema könnte man ja Tage reden und selbst dann keine richtige Lösung finden. Nun werde ich mich bemühen, in den nächsten 10 Minuten konkret über das Glück in der Strategieimplementierung zu sprechen und deine Frage, lieber Franz, zu beantworten, möglicherweise, ob das Glück ein Vogel ist oder ob man dem Vogel vielleicht einen sanften Schubs ergeben kann, damit es in die Richtung fliegt, die wir gerne hätten. Das Thema berührt das Militär genauso sehr wie die Wirtschaft. Gerade in sehr unübersichtlichen Situationen, und das kennen wir aus eigener Erfahrung, macht das Glück oft einen entscheidenden Unterschied aus zwischen Erfolg und Misserfolg einer Unternehmung. Es gibt Situationen, in denen man einfach Glück hat. Das trifft auf militärische Operationen genauso zu wie auf die operative Unternehmensführung. Das Glück ist allerdings nicht nur ausschließlich Zufall. Wenn wir einen genaueren Blick darauf werfen, was es denn ausmacht, in der richtigen Situation schnell und richtig zu entscheiden, dann finden wir heraus, dass es möglicherweise doch einen Weg gibt, das Glück ein bisschen zu zwingen und das Vogel entweder herbeizurufen, um bei der Aussage zu bleiben, oder ein bisschen zu schubsen. Nun, was ist denn überhaupt hier das zugrunde liegende Problem? Das Problem, das wir haben, ist die Strategieimplementierung. Wir sind sowohl beim Militär als auch in den Unternehmen hervorragend darin, Strategien zu konzipieren, zu entwickeln, zu präsentieren, vorzuschlagen, auf Folien zu bannen. Und wir versagen oft in der Praxis kläglich bei der Umsetzung oder Implementierung dieser Strategien. Und die Ausreden, zumindest die aus der Wirtschaft, die dann immer wieder kommen, sind die Klassiker. Es läge vielleicht an den Kunden. Die Lieferanten sind schuld. Die Substitute sind schuld. Der Mitbewerb ist schuld. Der Technologiesprung ist schuld, die Digitalisierung ist schuld. Möglicherweise wäre auch die Politik schuld. Und wenn all diese Ausreden nicht mehr funktionieren, dann hören wir die endgültige Ausrede: Naja, da haben wir halt ein Pech gehabt. Also anders formuliert, kein Glück gehabt. Wir waren ohne Fortun, um das Wort zu gebrauchen. In den Wirtschaftswissenschaften ist es ein sehr prominentes und sehr breites Forschungsgebiet, das uns gegenwärtig alle sehr beschäftigt. Was beeinflusst denn den Erfolg bei der Strategieimplementierung? Warum ist das so, dass manche die Strategie nicht umsetzen können? Was machen erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer anders? Wie kann ich gewährleisten, dass Strategien auch zielgerichtet umgesetzt werden? Kann man das Glück ein wenig beeinflussen? Es gibt gewisse Charakteristiken des Glücks, die bei näherer Betrachtung sich dafür eignen. Manchmal, um die Zukunft besser zu verstehen, muss man auch in die Vergangenheit schauen. Und ganz konkret, in diesem Fall ganz, ganz weit in die Vergangenheit, die Schlüsselerzählung, die ich heute bringen möchte und die so wunderbar auf unser Thema passt, kommt von Homer, die Odyssee als Fortsetzung der Ilias. Wir kennen die Geschichte alle. Odysseus, 10 Jahre auf Irrfahrt durch das heutige Mittelmeer. Der erste Satz dieser Odyssee nimmt bereits alles vorweg und erklärt das phänomenale Glück, das Odysseus hatte. Auf Deutsch heißt er: Muse, erzähl mir vom Manne, dem Wandlungsreichen, den es oft abtrieb vom Weg, seit Trojas heilige Burg er verheerte. Auf Altgriechisch: Andra moi enepe musa polytropon, Hos malapolla planchtei epitroies hieron ptoli etrone persen. Das zentrale Wort im Altgriechischen, und um das geht es hier, ist polytropos. Der Erfolg des Odysseus ist kein Zufall. Dieses polytropos, die Wandlungsfähigkeit im sich stets wandelnden Umfeld, ist eine wunderbare Metapher für Fortune, das Thema heute. Die Welt ändert sich und wir mit ihr, so wie Odysseus,
der Wandlungsreiche, der trotz aller Fairnisse die Rückkehr nach Ithaka geschafft hat, und zwar nach allen möglichen Abenteuern, unberechenbar, unerwartbar. Wer hätte denn bitte den Zyklops vorausahnen können? Wer hätte denn erwartet, dass es Skylla und Charybdis gibt? Wer hätte denn Circe und Kalypso erwartet oder die Lotophagen oder die Laistrigonen und viele andere Phänomene oder übersetzt auf die heutige Zeit? Plötzliche Technologiefortschritte, Katastrophen, ungenützte Chancen, wir kennen das ja alle. Wenn das keine außergewöhnliche Problemstellung war, dann weiß ich nicht was. Homer zeigt uns aufgrund der oder anhand der Irrfahrten des Odysseus eines ganz gut, nämlich wie man sich in sogenannten VUCA and Tuna Environments behaupten muss und wie man dort Glück haben kann. VUCA steht, im Begriff, eines der Schlagworte, die in der Gegenwart sehr wichtig sind, das kennen Sie, für volatile, uncertain, complex und ambiguous. Und Tuna steht für turbulent, uncertain, novel and ambiguous, also noch stärker als Begriff. Und trotzdem schafft es Odysseus nach 10 Jahren Krieg in Troja und 10 Jahren Irrfahrten trotzdem gesund zu seiner Penelope und seinem Sohn Telemachos nach Hause zu kommen. Wenn man sich dieses Wort Polytropos nun ein bisschen näher anschaut, erhält man Hinweise darauf, wie Odysseus sein Glück ein bisschen zu seinem Vorteil nutzen konnte. Sein Glück ist polytropisch, so heißt der Begriff in der Wissenschaft. Seine Eigenschaft ist es, genau zu wissen, wo er herkommt, die Vergangenheit gut zu kennen, seine Stärken zu kennen, gleichzeitig umsichtig die Gegenwart zu managen und eine Eigenschaft noch dazu zu haben, nämlich strategische Frühaufklärung gut und sinnvoll betreiben zu können. Und die Trias dieser drei Eigenschaften macht sein Glück aus. Dieses Polytropische in der etymologischen Herleitung ist die Dreiheit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und dadurch zwingt er sein Glück. Das ermöglicht ihm seinen Listenreichtum, seine Fortune. In der Odyssee, wenn Sie sie genau lesen, viele tausend Verse, gibt es viele Belege dafür. Ihn kann so schnell nichts überraschen. Und wenn doch etwas Unerwartetes eintritt, ist er darauf vorbereitet. Nun wissen Sie, die Sprache der Wirtschaftswissenschaften ist natürlich nicht die griechische Mythologie, sondern die Mathematik. Bei jeder der berühmten Formeln, die wir alle kennen, gibt es am Ende, egal welches Modell wir betrachten, immer einen Störterm. Man nennt das Eta in der Fachsprache. Was ist das? Es ist alles das, was durch die mathematische Formel nicht erklärt werden kann. Alles, was vom Modell nicht erfasst ist. Und man hofft, durch das sorgfältige Aufstellen des Modells möglichst viel von der Realität abzubilden, in der Hoffnung, dass dieses Eta klein sein möge und die Aussagekraft eines Modells robust wäre. Nun wissen wir seit der Finanzmarktkrise, dass diese Modelle hinlänglich fragwürdig sind und dass das Eta vielleicht riesengroß ist. Wir haben aber auch gelernt, dass ein Teil dieses Etas sozusagen durch irrationales Verhalten erklärbar ist und, wie ich hier behaupte, ist auch ein Teil durch Zufall oder Glück erklärbar. Etwas, das man nicht ins Modell bringen kann, aber trotzdem das Ergebnis beeinflusst. Und genau hier schließt sich der Kreis zum heutigen Thema und zur Erzählung des Odysseus. Er hat dem Glück einen kleinen Schubser gegeben und seinen eigenen Störterm reduziert zugunsten eines robusteren Modells. Durch das Wissen um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Antizipation, und zwar gleichzeitig in der Umsetzung. Wir lernen aber von Odysseus noch etwas ganz Entscheidendes, ohne dass es gar nicht ginge. Und wenn man die Odyssee genau liest, am besten im altgriechischen Original, nun weiß ich, dass das die meisten nicht mehr können, die deutsche Übersetzung ist auch nicht schlecht. Odysseus hatte den unbedingten Willen zum Glück. Seine Willenskraft hat erst dieses polytropische Vorgehen ermöglicht, diesen ersten starken Satz in der Odyssee ermöglicht. Strategie und Wille ist das Leitmotiv unserer Konferenz hier, der diesjährigen Wiener Strategiekonferenz. Der unbedingte Wille zur Implementierung einer Strategie ermöglicht es uns erst, wie Odysseus polytropisch zu handeln und damit Fortune zu haben. Und das Glück lässt sich dadurch zumindest zu einem gewissen Ausmaß beeinflussen, das Vogel herbeirufen, Fortune ermöglichen. Und das ist eine sehr beruhigende und schöne Erkenntnis. Herzlichen Dank.
Michael, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen und für die erfreuliche Antwort hinsichtlich des Glücks, ob es nun mehr ein Vogel ist oder nicht. Und damit darf ich überleiten zum letzten Vortrag, der eigentlich das Thema behandelt, Erster zu sein, Erster zu bleiben. Wie funktioniert das im Wirtschaftskrieg? Mit welchen modernen Waffensystemen? Ich darf dazu bitten, Herrn Brigadier Professor Dr. Harald Böcher. Der Herr Brigadier hat also die Theresianische Militärakademie vor einigen Jahren absolviert, nach Verwendungen an der Theresianischen Militärakademie, an der Sanitätsschule, sowie, glaube ich, in einem Militärkommando, nunmehr in der Zentralstelle Leiter einer Revisionsabteilung und daneben Experte im Bereich Wirtschaft und alles, was damit zusammenhängt. Wirtschaftskrieg ist einer seiner Hobbys, soweit ich das verfolge. Und ich darf um die Ausführungen bitten, Herr Brigadier. Ja, danke schön für die nette Vorstellung. Ich bin immer froh, wenn ich hier stehen darf, denn ich bewundere immer diesen Saal. Denn diese Sala Terrena wurde einmal gebaut von Baumeistern, die genau gewusst haben, dass hier nur exzellente Taten vollbracht werden. Und es ist Ansporn für diese Institution, weil wenn Sie nämlich auf die dritte größere Ornament schauen, da haben die Baumeister nämlich dieser Institution ein Triple E vergeben. Sie können in der Pause das nachschauen. Das ist wirklich so und wird hoffentlich für ewig bleiben. Nun zu meinem Thema. Ich habe auch einen PowerPoint-Vortrag mitgebracht, weil ich bin überzeugt, dass das betreute Lesen dementsprechend ausgezeichnete Möglichkeit ist, dass man sich weniger vorbereiten muss und daher aber auch die Zuhörer vielleicht auch zusätzlich zum Gesprochenen auch noch etwas mitbekommen. Bitte einspielen den PowerPoint-Vortrag. Ja. Dieser. Wie gesagt, in der Vorstellung wurde zu Recht gesagt, neben einer militärischen Ausbildung Volkswirtschaft der Universität Wien studiert und mich dann in Ungarn habilitiert. Bin jetzt Honorarprofessor der Nemse de Közolgálati Egyetem, bin also sehr, sehr Orbán-affin und habe mich dort auch sehr viel mit dem Wirtschaftskrieg auseinandergesetzt. Der Wille, Erster zu bleiben, hat in der Wirtschaft immer große Bedeutung und auch für Volkswirtschaft eine große Bedeutung. Weil wenn eine Volkswirtschaft mit einer dementsprechenden Wirtschaftsstrategie unterlegt ist, muss diese Wirtschaftsstrategie natürlich auch gepflegt werden. Und diese Pflege der Strategie ist eben dieser Wirtschaftskrieg. Es gibt in fast allen Sprachen dieses Wort. Ich habe allerdings ein bisschen ein Problem, nachdem ich gegoogelt habe, weiß ich natürlich nicht, wenn das hebräische Wort Wirtschaftskrieg vorhanden ist, ob tatsächlich der Bedeutungsinhalt jetzt der ist, den ich jetzt vortragen werde. Und eines habe ich natürlich vergessen, Entschuldigung, in Farsi habe ich es auch nicht aufgenommen, wird es wahrscheinlich auch ein Wort geben. Aber wie Sie sehen, alle wichtigen Sprachen kennen dieses Wort und den Bedeutungsinhalt dieses Wirtschaftskrieges, auf den ich noch näher eingehen werde. Sie sehen hier als Bild Washington. Das Pentagon ist dort nicht die Leitzentrale dieses Wirtschaftskrieges. Die Leitzentrale ist the Treasury, also das Finanzministerium. Da gibt es im obersten Stockwerk einen Lageraum, einen War Room, wo die hellsten Köpfe der Vereinigten Staaten jeden Tag genau Börsennachrichten studieren und schauen, wie kann man am besten vielleicht den Rubel, den Euro oder andere Währungseinheiten bekämpfen. Für mich der Begriff Wirtschaftskrieg, bin da immer irgendwo im Clinch mit deutschen Kollegen, die den Kriegsbegriff sehr eng sehen. Ich sehe den Wirtschaftskrieg, allerdings auch den Kriegsbegriff durchaus verwendbar für die nicht militärischen Mittel. Und meine Definition sagt dem,
Der Wirtschaftskrieg ist ein Krieg, der mit nicht militärischen Mitteln ausgefochten wird. Und Ziel ist es, den Gegner so weit zu schwächen, dass er kein potenzieller Gegner im Wirtschaftswettbewerb mehr ist. Er soll erhalten bleiben, aber kein potenzieller Gegner. Aus der Vergangenheit kennen wir einige Beispiele. Ich habe nur drei herausgenommen. Nachdem ich Napoleon nicht besonders mag, natürlich hat er uns ziemlich viel Niederlagen beigefügt, aber er wollte die Kontinentalsperre, wollte die Briten besiegen, ist ihm natürlich nicht gelungen. Die französische und spanische Flotte zusammen waren zu schwach und die Briten zu intelligent, um diese Kontinentalsperre zu umgehen. Operation Bernhard wissen wir aus eigenen Kenntnis hier in Österreich im Speziellen, weil im Doppelitzsee in der Obersteiermark hat man noch viele dieser Pfundnoten gefunden, die exzellent gemacht waren. Man wollte einfach mit viel Geld in die britische Wirtschaft zerstören. Das war damals nicht mehr möglich, es war eher gegen Kriegsende. Aber eines bin ich schon überzeugt. Nazi-Größen haben sicherlich eine Menge von diesen Blüten mitgenommen nach Südamerika und haben dort ein gutes Leben finanziert. Man sieht dort auf der rechten Seite einen Überlebenden des KZ Sachsenhausen, der so ein Grafiker war, der Platten gestochen hat. Und es hat ja einen berühmten Film gegeben mit dem Österreicher Markovic, die Fälscher, die dieses Problem aufarbeitet. Und Soros, das ist auch ein interessanter Mann, den hat ja Orban ganz oben irgendwo auf seiner Liste. Dieser Soros ist ein cleverer Mensch. Er hat 1992 das Pfund ins Trudeln gebracht. Es hat eine echte Pfundkrise gegeben und die Notenbank, die britische, hat schwer zu kämpfen gehabt, um diese Pfundkrise abzuwehren. Und Soros hat irgendwann einmal gesagt, naja, der dritte Weltkrieg ist wahrscheinlich. Wenn er seine ganze Energie hineinlegen würde, dass die Vereinigten Staaten gemeinsam mit der Europäischen Union einmal schauen, wie kann man die diktatorisch gelenkte Wirtschaft, in China vielleicht ein bisschen, eindämmen, wäre das das Schlechteste. Moderne Waffensysteme. Europa ist sich nicht immer eins, aber in einem Bereich war Europa sich eins. Man wollte ein Flugzeugwerk errichten, das erster wird in der Welt. Nicht so einfach. Der Marktführer Boeing hat eine exzellente Forschungseinrichtung, wird auch von den Vereinigten Staaten, vom Staat sehr unterstützt. Aber es gelang der Airbus-Industrie durch staatliche Subventionen, durch die Finanzierung der Forschung und Entwicklung, die besten Flugzeuge zu einem sehr günstigen Preis am Weltmarkt zu bringen. Das Ende dieses Wirtschaftskrieges in diesem Bereich ist noch nicht erreicht. Denn einer der letzten Dinge hat wieder Boeing gewonnen, weil Airbus verloren hat bei einem größeren Vergabeverfahren mit Tankflugzeugen in den Vereinigten Staaten. Wir sind da beim Headhunting. Und viele Politiker haben uns immer wieder eingeredet im Zuge der Migrationskrise, da kommen ja unheimlich intelligente Leute zu uns, die toll in unsere Wirtschaft hineinpassen. Da muss man schon sehr genau aufpassen. Die großen Gewinner des Headhunting in der Welt waren sicher die US-Amerikaner bisher. Nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern auch im 20. Jahrhundert haben sie sehr viele helle Köpfe bekommen, gratis bekommen, weil irgendwann ein Staatsmann im Dritten Reich so dumm war, die Leute einfach mit dem Tod zu bedrohen. Und so sind sehr viele Leute natürlich in die Vereinigten Staaten abgewandert. Sie sehen hier den Einstein ganz rechts. In der Mitte, den werden Sie vielleicht gar nicht so am Radarschirm haben, aber Janosch Neumann, ein Ungar, gilt als einer der großen Begründer der Computerindustrie. Und ist gemeinsam mit Oskar Morgenstern, der auch auswandern musste, der Begründer der Spieltheorie geworden. Ein exzellenter Wissenschaftler, exzellenter Mathematiker. Rechts unten Edward Teller, ebenfalls ein Ungar, hat für die Vereinigten Staaten die Wasserstoffbombe erfunden. Und den Herrn links brauche ich vielleicht gar nicht vorstellen. Das ist ein Beutegut der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich, wenn man die besten Forschungsmöglichkeiten vorfindet, dann geht man in die Vereinigten Staaten und Werner von Braun hat das getan und gilt ja als der Vater der Saturnrakete. Und das kann man natürlich fortsetzen. Wichtig ist nur, dass man immer wieder schaut,
dass man diese hellsten Köpfe gratis bekommt, die einen hohen Nutzen aber für die Wirtschaft stiften. Das ist das Entscheidende. Nicht der Absolvent der Koranschule ist das Entscheidende, sondern der syrische Arzt sollte sicherlich auch ein positives Element sein. Moderne Waffensysteme, monetäre Maßnahmen. Sie sehen hier da den Putin ziemlich zerknickt. Ich als Angehöriger eines neutralen Kleinstaates in Europa verstehe eigentlich die Hysterie gegenüber Russland nicht. Aber das ist halt NATO-mäßig klar, man braucht ein Feindbild. Ich persönlich bin eher der Meinung, Europa könnte mit Russland große Geschäfte machen. Wäre eine tolle Ergänzung unserer Wirtschaft gesamt gesehen in Europa. Aber fiskalpolitische Maßnahmen, Steuerpolitik, die Steuerinseln spielen hier auch eine sehr große Rolle und man kann natürlich mit vieler Art von Steuern, mit Körperschaftssteuern und so weiter sehr viel auch in Bezug auf Ansiedlung von Firmen tun. Handelspolitische Maßnahmen, Embargo, haben wir über diese Kontinentalsperre von Napoleon gesprochen, ist natürlich ein Thema. Ich halte es für falsch, dass man dem Iran so abschottet von der Völkergemeinschaft, weil ich glaube nicht, dass man da zum Endziel kommt. Meine Beurteilung ist, ich kenne natürlich kaum aus im atomaren Forschungsbereich, aber es kann durchaus sein, dass der Iran sehr bald in der Lage sein wird, so wie es damals Israel war, die Atombombe zu bauen. Und dann wird natürlich dort dieser Raum ein interessanter werden. Moderne Waffensysteme, Einsatz biologischer Kampfmittel. Interessant ist, durch in Unternehmen eingeschleuste Viren führen zu Produktionseinbußen. Eine einfache Sache. Man versprüht irgendwo in einem Unternehmer einfache Grippeviren und schon liegt das ganze, die ganze Belegschaft in 14 Tagen nach der Inkubationszeit flach. Eine Produktionseinbuße und eine andere Firma kann dort in die Bresche springen. Kampfmittel gegen Landwirtschaft führen zu Produktionsausfällen. Ist natürlich auch immer ein gutes Mittel gewesen, Wirtschaften zu schädigen. Werkspionage und Spionage überhaupt. Da war nicht nur davor, man muss diese Leute schon perfekt ausbilden, dass sie in der Lage sind, sich nicht verdächtig zu benehmen, die Sprache zu beherrschen und auch die richtigen Schlüsse aus der jeweiligen Technologie, die dort geforscht wird, gemacht wird, ziehen zu können. Und ganze Nationen, das schaut vielleicht aus wie eine Champignonzucht, ist es nicht. Es sind die Reste des Echelon-Netzes in Norddeutschland. Es ist ja bekannt, dass die Freunde, die sogenannten Freunde, befreundete Industrien lange Zeit ausspioniert haben, wahrscheinlich auch noch immer ausspionieren. Die deutsche Industrie hat hier riesige Verluste zu verzeichnen. Cyberangriffe ist ja sehr modern geworden, in aller Munde. Das letzte war, wo der Präsident Trump gemeint hat, er kann mit einem Cyberangriff die gesamte Luftabwehr der Iraner lahmlegen. Das glaube ich nicht ganz, weil die Iran stützt sich ja auf die hochwertigsten russischen Produkte und es wird nicht so leicht sein, dort hineinzukommen, dass man dann alles lahmlegt. Aber zumindest es ist einmal der Weltöffentlichkeit gezeigt worden, dass Cyberangriffe vor nichts Halt machen. Haben Sie wahrscheinlich auch schon Erfahrungen gemacht mit Ihren E-Mails, dass Ihre E-Mail-Konten gehackt geworden sind, Sie aufgefordert werden, dementsprechende Penalzahlungen zu leisten, wenn Sie nicht dementsprechend antworten und irgendwo ein Geld hin überweisen. Tatsache ist jedenfalls, diese Cyberangriffe und die Abwehr von Cyberangriffen für eine gesamte Volkswirtschaft kostet Unsummen. Da ist es nicht getan mit der Einrichtung eines Cyberabwehrzentrums von 1000 Leuten, die mit ein paar Millionen unterstützt werden. Da sind schon zigtausend Leute erforderlich, beste Köpfe aus den besten Universitäten, die dementsprechend aber auch mit sehr viel Geld unterfüttert werden. Die können dann tatsächlich einen derartigen Cyberangriff abwehren. Österreich ist hier
maximal ein kleines Testfeld in diesem ganzen großen Feld der Cyberangriffe. Nun, die Ausbildung, gibt ja sowas wie eine Ausbildung von Feldherren im Wirtschaftskrieg, damit es auch ein bisschen eine militärische Komponente hat. Interessant ist, in Frankreich haben sich einige Generäle, echte Generäle, zusammengerötet nach der Pension und haben gesagt, naja, es ist fad, jeden Tag irgendwo an der Champs-Élysées herumzusitzen und einen Sekt oder einen Champagner nach dem anderen zu trinken. Machen wir lieber eine École de guerre économique. Also eine Schule für die Wirtschaftskriegsführung. Diese Universität gibt es seit mittlerweile über 20 Jahren und es ist empfehlenswert, auf die Homepage zu schauen und das Curriculum anzusehen. Die Absolventen sind begeistert, die Firmen, die diese Leute bekommen, sind ebenfalls begeistert und es finden sich auch unter den Absolventen ein paar Staatsangehörige von der Bundesrepublik Deutschland, die allerdings Muttersprachenniveau in Französisch gehabt haben, damit war es überhaupt möglich, dort hineinzukommen. Wahrscheinlich muss man auch eine gewisse Prüfung ablegen, dass man frankophil angehaucht ist. Interessant ist natürlich, wer sind nun die bestgeeigneten Führungskräfte im Wirtschaftskrieg? Offiziere mit einer akademischen Ausbildung aus Wirtschaftswissenschaften. Selbstlob schadet ja nicht, nicht? Aber beste Ausbildungsstätten ohne Militäruniversitäten mit einem Institut für Ökonomie wäre nicht das Schlechteste. Die Amerikaner haben sowas. Die Georgetown University bietet sowas an. Aber natürlich die hellsten Köpfe in den Vereinigten Staaten kommen klarerweise von Harvard mit Princeton, wo natürlich die Studiengebühren dementsprechend hoch sind, aber auch die Quote der Qualität, die herauskommt, auch eine sehr hohe ist. Nämlich diese Leute müssen schon die Zusammenhänge genau können. Und keine Sorge, ich habe jetzt keinen Wirtschaftskrieg auf Ihre Portemonnaie vor, aber danke Ihnen trotzdem für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Brigadier, für die Ausführungen und für die Abrundung unserer Thematik der fünf Vorträge, wo also der Wille im Vordergrund steht und wir haben also alle fünf Buchstaben entsprechend unter Anführungszeichen abgearbeitet. Wenn ich auf meine Uhr blicke, sehe ich, es bleibt noch Zeit für Fragen und ich würde mich über Fragen aus dem Publikum freuen. Palfinger mein Name. Bitte erlauben Sie mir, dass ich eine Bemerkung nicht als Frage tarne. Ich war jetzt am Schluss ein bisschen irritiert über eine Bemerkung bezüglich Russland und Putin. Natürlich, man kann mit allen Geschäfte machen. Das zieht uns eigentlich, das zieht sich 2000 Jahre durch die Menschheit. Und wenn ich mich ans, mir tut der Vergleich fast, ist mir fast peinlich, aber ans Dritte Reich erinnere, nicht, also wo man in den USA und Großbritannien selbstverständlich auch lange gefragt hat, wie beurteilt man Hitler und das Dritte Reich. Aber ich wollte zurück auf die Gegenwart oder auf die letzten 5-6 Jahre. Es hat sich herausgestellt, es gibt zwei regionale Supermächte, die keine globalen Supermächte sind zum Glück, das sind Russland und China derzeit, die eine Bedrohung, glaube ich, für die komplette freie Welt darstellen und für das, was wir hier heute machen. Und ich kann mich, ich tue mich schwer damit, solche Gedanken nachvollziehen. Ich erinnere mich mit Schrecken an den Auftritt des Putin in der Wirtschaftskammer vor Leitl und Fischer, nicht, die dort fast gekrochen sind am Boden mit dem Hinweis, Putins, ja, das ist eine, die Wirtschaftskammer, eine gute Diktatur. Also Diktaturen sind niemals gut. Und da habe ich etwas gemeinsam mit dem Herrn Soros, der letzte Woche am Freitag in Wien war und dort den Schumpeter-Preis, ich hoffe unverdächtig, erhalten hat fürs Lebenswerk. Er ist ja einer der wichtigsten Proponenten der offenen Gesellschaft. Er hat auch die Open Society gegründet, frei nach Karl Popper übrigens. Und er hat, glaube ich,
die Geschichte mit dem Orban ist eine gegenseitige Hassliebe. Man muss wissen, auch der Soros war bedroht vom Tod, nur deswegen hat er überlebt, weil er in einem Keller einige Jahre versteckt war, nicht? Und was er in sich trägt, ist, glaube ich, die Abscheu vor Totalitarismus und ich glaube auch vor republikfeindlichen Elementen. Und da bin ich mir beim Herrn Orban, auch wenn er in Teilaspekten sicher recht gehabt hat, etwa beim Transit illegaler etc., aber so kann man keine Welt der Zukunft, glaube ich, gestalten. Und da schlägt mein Herz eher beim Herrn Soros als beim Herrn Orban. Aber vor allem, sie schlägt für die Demokratie und für die Aufklärung. Und das wäre mein Appell gewesen. Entschuldigung, wenn ich jetzt so lang war. Ich sage, es ist ja großartig, dass es nicht nur eine Meinung gibt. Da bin ich ja wirklich froh drüber. Und ich bestätige auch Ihre Meinung. Ich halte das China von heute für weit gefährlicher als Russland. Nur es ist halt meine Meinung immer gewesen als Europäer. Schöner ist für mich die Achse Paris, Berlin, Moskau als die Achse Berlin, Paris und Washington. Gerald Sakula, mein Name. Danke für den Hinweis auf die Cyberbedrohung. Aber glauben Sie nicht, dass man das auf europäischer Ebene angehen müsste? Weil aus Österreich werden wir da wahrscheinlich zu wenig Kraft aufbringen, um einer Bedrohung im Cyberspace dagegen zu halten. Und dass da nur ein Land der EU angegriffen wird, ist, glaube ich, nicht anzunehmen. Also die Frage ist, ob man, wenn man strategisch angeht, ob man das nicht auf europäischer Ebene angeben müsste. Dankeschön. Dankeschön, Josi. Einser für den Lauf. Danke für die Frage. Beides ist natürlich sinnvoll, nur ich zweifle an den Fähigkeiten der Organisationen in der Europäischen Union schon etwas, das rasch was umgesetzt wird. Weil da sind oft die nationalstaatlichen Interessen schon sehr groß da, dass man nicht sofort alles nach Brüssel tragen wird. Möglicherweise wird Frankreich, Deutschland einmal ihre eigenen Abwehrspezialisten in Gang setzen und dann vielleicht wird es eine europäische Strategie geben. Sinnvoll ist, dass heute das jeweilige Land sofort am Ball bleibt, weil es ist gerade diese Technik, Cyber, die man mit Cyber-IT umschreiben kann, derartig kurzlebig und da sollte man immer am Ball bleiben, meiner Meinung nach. Und da sollten auch in den jeweiligen Nationen die hellsten Köpfe dranbleiben, forschen und das Notwendige machen. Und wie gesagt, die Europäische Union sollte natürlich da auch viel mehr Fahrt aufnehmen. Man müsste das auf die Agenda bringen von irgendwelchen Ratspräsidentschaften. Aber da scheint neben dem Klimaproblem auch sehr wenig getan zu werden. Darf ich noch was dazu sagen? Ich glaube, beides bedeutet auch, dass, wie Sie richtig anklingen lassen, supranationale Zusammenarbeit ganz essentiell ist. Wir müssen unsere Fähigkeiten europaweit zusammenschließen. Und egal wie groß das Land ist, ob es jetzt Österreich ist oder ein anderes, kleineres europäisches Land, müssen wir auch in der Lage sein, die Fähigkeiten in unseren eigenen Nachrichtendiensten zu etablieren. Es geht also darum, international zusammenzuarbeiten und gleichzeitig für unsere eigenen hoheitlichen Aufgaben die Fähigkeiten, das Know-how, die Bildung dafür zu finanzieren, zu unterstützen und auch sicherzustellen. Dankeschön. Der Herr in der dritten Reihe. Ich spreche dich in der vierten, sorry. Ja, vielen Dank an Sie
5 oder 6, die das Podium bestritten hatten. Stefan Bayer aus Hamburg von der Führungsakademie der Bundeswehr. Ich habe einen Kommentar, der anknüpft ein bisschen an die Vorträge, die wir bis hatten, und zwei Fragen danach. Der Kommentar ist der eine, dass wir heute Mittag besprochen hatten, dass wir etwas beklagen, dass in Deutschland kein strategischer Wille zum Einsatz von Verteidigungsleistungen bestünde. Wenn man das jetzt deutet aus Ihrem Panel heraus, sehe ich, dass Deutschland ein zentraler Akteur mit wirtschaftlichen Ambitionen ist und unser Wohlstand ein zentrales strategisches Ziel ist. Und mit dem Vortrag des Brigadier Pöcher ist auch wohl klar, dass wir dann auch Maßnahmen des Wirtschaftskrieges einsetzen und nicht sehr zögerlich, um genau diese strategischen Ziele zu erreichen. Die Frage, die an Herrn König geht, wäre die erste. Sie hatten angedeutet, dass quasi dieses Glück herausfordern, dieses Glück versuchen zu spielen, damit einhergeht, dass man den Störterm versucht zu verringern. Um sowas zu machen, erfordert es natürlich eine sehr kluge strategische Analyse. Was beeinflusst diesen Störterm? Was sind Dinge, die in meiner Strategie berücksichtigt werden? Und was sind Dinge, die von außen reinschießen, Black Swans oder irgendwelche sonstigen Dinge? Also ich muss mich sehr genau mit dem Sachverhalt auseinandersetzen, um genau herauszufinden, wie ich ansetzen muss, um dieses Glück zu erzwingen. Und jetzt mal bescheiden zurückgefragt an Sie, das ist so eine klassische Aufgabe der strategischen Planung. Dieses Glück kann ich durch eine sorgfältige Analyse ein Stück weit mit beeinflussen. Und wenn ich es nicht mache, habe ich Pech gehabt, aber bin ich selbst schuld. Und die Frage an Herrn Gapsch, die sich mit den Wehrwissenschaften auseinandersetzt, da habe ich so gewisse Probleme. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Bundesrepublik, ich kenne das auch zum Teil aus Österreich, aus der Schweiz, mit solchen militärökonomischen Fragestellungen uns schon schwer tun. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und in Richtung Wehrwissenschaften und wehrwirtschaftlichen Fragestellungen gehen, habe ich den Eindruck, dass wir möglicherweise zu weit sind. Also klassischerweise lese ich Militärökonomik an der Universität, unterrichte Militärökonomik auch an der Führungsakademie der Bundeswehr. Und wenn ich mit Soldaten spreche, sind diese ökonomischen Fragen häufig solche, die schlicht als eigentlich nicht existent betrachtet werden. Heißt, Geld hatten wir schon immer genug. Wenn wir in irgendeiner Form versuchen, das ökonomisch aufzuwägen, ein Investment in mehr Sicherheit mit einer Investitionsrendite versehen wollen, heißt das oft von Soldaten, da hat es was mit Leib und Leben zu tun, das können wir nicht kalkulieren, das können wir nicht berechnen. Wenn ich mit Ärzten spreche, komme ich auf andere Ergebnisse. Die machen das tagtäglich und das hat seinen Höhepunkt in sowas wie einem Triage-System, wo sehr klar auch über Grenzen der normalen Logik des menschlichen Miteinanders entschieden wird, ihr seid so schwer verletzt, dass ich diese knappe Ressource Arzt nicht mehr einsetze, um bestimmte Leistungen zu erbringen. Also meine Frage an Sie, wäre es nicht erstmal sinnvoller, ein Stück weit zurückhaltender zu sein und ein Stück weit zu prüfen, ob wir militärökonomisch wieder versuchen können, salonfähig zu werden und dann Ihre Überlegungen anstellen? Weil wenn ich von Ihnen höre, dass Sie über Kartelle, die dann notwendig wären, Monopole, die wieder etabliert werden sollten, sprechen, kann ich als Ökonom und als Ordnungsökonom einfach nur sagen, ja, die Finger von lassen, das hat nur dramatische Konsequenzen. Vielen Dank, war ein bisschen viel. Dankeschön für die Frage. Ich darf gleich direkt darauf antworten. Ich glaube, Sie haben den zentralen Punkt genau erfasst. Das Kissen, das wir vorfinden, ist, dass die strategische Planung eben nicht ausreicht, um das Glück zu zwingen. Ich möchte ein Beispiel aus der künstlichen Intelligenz benutzen, wo es gleich veranschaulicht wird mit der Analyse von Big Data oder von Daten, die wir in die strategische Planung einfließen lassen, können wir Pattern Recognition erzeugen, Mustererkennung, Definition von Mustern. Was wir aber brauchen, und das ist das Problem der Implementierung, ist Pattern Creation, in der Lage sein, selbst ein Muster zu erzeugen. Und diese Brücke, glaube ich, die ist bei uns unterentwickelt. Und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft auch meiner kurzen Rede gewesen, dass wir schauen müssen, dass wir unsere Strategien, so wie Unternehmerinnen und Unternehmer das tun, auch umsetzbar machen und nicht nur am Reißbrett des Vorstands über einen Joghurt nachdenken, dass kein Mensch kauft, weil kein Kunde befragt worden ist. Aber danke für die Frage. Ja, wir hatten ja den Austausch schon mal in Hamburg zu dem Thema Wehrwirtschaftslehre. Also der Punkt ist klar, wir haben natürlich bruchstückartig militärökonomische Elemente in Deutschland, die auch ausgebildet werden. Mir ist auch die Situation in Deutschland bekannt, dass man punktuell versucht, das auch strategisch mit reinzubringen, sagen wir nicht nur auf die politische Ebene, sondern auch in die Ausbildung nicht nur der Militär, sondern vielleicht auch Richtung Gesellschaft. Man macht es in Deutschland derzeit, indem man Katastrophenübungen
ich sag mal, vom globalen Ausmaß übt, auch mit den Unternehmen und wo ja auch operative Ansätze umgesetzt werden, wo man natürlich später dann nur sagen kann, ja, sowas könnte man später nicht nur im Krisen- und Katastrophenfall nutzen, sondern vielleicht auch später für eine Refokussierung auf Landes- und Bundesverteidigung. Das sind so Sachen, die in den letzten 2-3 Jahren, ich sag mal, geübt werden im größeren Rahmen. Zum Thema militärökonomische Ausbildung, meine Frage stellt sich immer noch, wie viel Zeit haben wir? Ne? Das ist immer eine Zeitlinie. Wir haben jetzt, ich sag mal, diese Wehrwirtschaftslehre in den, ich sag mal, 70er Jahren spätestens eingestellt und nach den 68ern war das tot. Ich hatte selber gewundert, dass an der Stabsakademie der Bundeswehr das bis 67 sogar auf dem Lehrplan stand. Und die Frage ist, wenn man jetzt wieder die politische Guideline-Refokussierung LVBV nimmt, also Landes- und Bundesverteidigung, ist die Frage, wie viel Zeit haben wir, um, ich sag mal, im gesellschaftlichen Kontext uns auf gewisse Szenarien vorzubereiten. Und wenn man die Literatur guckt, auch historisch, war damals, wenn man ja in die 30er Jahre guckt, hatten die ja auch gewisse Intentionen, staatlicherseits, und da war der einzige Erfolgsfaktor, dass man es flächendeckend in die Unternehmen, aber auch in die Universitäten reingebracht hat, um, ich sag mal, die Gesellschaft auf gewisse Szenarien, ich sag mal, oder auf gewisse Szenarien zumindest in der Theorie vorzubereiten. Und deswegen mein Plädoyer, dass man vielleicht, versucht etwas mehr auch mit der Notation Wehrwirtschaftslehre, weil der ist natürlich auch ein bisschen verfangen. Auch der Begriff Wehrwissenschaften tut man sich ja schwer. Ich halte von diesen, ich sag mal persönlich, von diesen strategischen Begriffen, die Studiengänge heißen ja nur alle auf Richtung Strategie. Ich finde, wer wille, was heute Vormittag genannt wurde oder heute der Vortrag vor unserem Panel, die Begriffe wer wille oder auch, finde ich wichtig, weil das auch mit diesem Begriff auch eine gewisse Identifikation verbunden ist. Das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Ne? Okay. Okay, eine letzte Frage noch. Herr Kleiser, Oberst AD. Mir ist in der ganzen Diskussion etwas zu kurz gekommen, die Differenzierung zwischen Wirtschaftskrieg, Konkurrenz und Wettbewerb. Zum Beispiel Wechselkurse, Zölle, auch Headhunting sind ganz legitime Mittel eines Unternehmens, sich auf dem Markt zu behaupten. Und ich würde diese nicht unter dem Begriff Wirtschaftskrieg nehmen. Ich glaube, dass wir da so ein bisschen das Freund-Feind-Denken differenzieren sollten. Vollkommen richtig. Ich habe natürlich versucht, in der kurzen, mir verbleibenden Zeit volkswirtschaftliche Bereiche anzuschneiden. Wenn man natürlich etwas differenziert und dann das Unternehmen, den Betrieb anschaut, können natürlich diese Dinge wieder etwas anders laufen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Müsste man in jedem Fall einzeln anschauen. Natürlich ist Konkurrenz ein Thema, wie macht man Preisdifferenzierung und viele andere Dinge mehr, Wechselkurse und dergleichen, kann man alles dementsprechend auch noch zusätzlich in das Gesamtzusammenschau mit aufnehmen, keine Frage. Geschätzte Damen und Herren, wir haben in weiterer Folge dann im Anschluss noch 2 sehr, sehr interessante Vorträge. Deswegen darf ich vorschlagen, dass wir hier an dieser Stelle unsere Diskussion beenden. Die Referenten stehen sicherlich noch zur Verfügung für entsprechende Fragen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse und ich danke den Herren für ihre Beiträge. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich darf mit den Worten des Panelleiters anschließen. Ich glaube, dass dieses Panel, danke für die 5 exzellenten Vorträge, für die brillante Moderation, gezeigt hat, was ich in dem Eingangsstatement gesagt habe. Wir lassen also nicht einfach irgendwelche Vortragende irgendetwas, wonach ihnen ist, vortragen, sondern Sie sehen an dem Panel, dass Sie die Inhalte organisch fügen, dass das einem Plan folgt, dass das eine Choreografie hat und eigentlich Argumente schon vordiskutiert sind, um Ihnen ein stimmiges Bild in einer gesamten Bandbreite zu geben. Ein wunderbares Beispiel. Dir, lieber Franz, danke für die Moderation. Allen Vortragenden herzlichen Dank. Eine Frage, die ich anregen würde, wenn wir vielleicht am Kaminabendtisch noch weiter diskutieren. Mir besonders beeindruckt, nachdem ich ein alter Sagen- und Mythologiefreund bin, das Odysseus-Beispiel. Jetzt ist aber Odysseus bekannt für seinen Listenreichtum. Zyklopen, die Enttarnung des Achill, ähnliche Dinge.
Wenn man das mit germanischen und römischen Sagen vergleicht, fällt auf, dass in beiden anderen Sagenwelten dieses Motiv der List weniger stark ausgeprägt ist. Wenn ihr also diesen Versuch, dieses Äther zu minimieren, gegen die göttliche Gewalt mich auszudehnen und beherrschbar zu machen, Zukunft vor Dünn zu zwingen, hat Odysseus offensichtlich im Vergleich mit anderen mythischen Kameraden doch deutlich eher zur List gegriffen. Die Frage, wie verantwortungsbewusst muss dieses Umsetzen des Willens sein, wie viel Wertebezogenheit, wie viel Zweck heiligt welche Mittel, das würde ich ersuchen, noch weiter zu diskutieren. Ich darf dem Panel dafür danken, darf Ihnen einen kurzen Beinstrecker wünschen und Sie ersuchen, um 17.40 Uhr wieder hier zu sein, wenn Bundesminister Faslabend für uns mit seinem Vortrag tätig wird. Dankeschön.